Backup Safe complete. Das Kopieren wurde erfolgreich abgeschlossen. Yay. Diese Nachricht höre ich gern. Bei Windows zwar nicht oft, aber trotzdem gern. Also, da ist was unten, da ist was unten, da ist was unten. Ich springe nicht aus einem Baum hinaus. Wow, das war fies. Ne, das Wasser. 360, yeah! Alter, ich kann das mit der Maus sowas von gar nicht. Warum ist ein Wasserbecken auf einem Baum? Erklärt mir mal das jemand. Ja, ganz genau. Es muss ein Mutantenbaum sein. Das sieht auch irgendwie krass aus. Ja, das sieht definitiv krass aus. Nur leider weiß ich nicht mehr, wo jetzt. Hey, da ist eine Chest und ein Bett. Und offensichtlich kann man, glaube ich, jederzeit schlafen. Oder es ist einfach immer Nacht. Das heißt, wir können auch jeden Sender. Incoming Transmission. Nachricht. Did you have a good nap? Well, I didn't. This pod is cramped as hell. Ah, some good news? I've located what remains of an archaeological dig site less than 1 kilometer away. Looks like it had a brief stint as a military base of operations before they up and left. Or died. No matter. Head that way when you finish your cartoons and Fruit Loops. So. Ich habe jetzt ein paar Tonadjustments gemacht. Ein Medipack. Yum, 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 yum. Wann bin ich nochmal schlafen gegangen? Das hier sieht aus wie so ein Rettungsdings, die. Mich kriegt gerade das Ding, die, was die Herzen machen, das beunruhigt mich ganz leicht. Die Welle. Schaf sieht normal aus. Hallo Schaf. Schaf, 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 nein! Wieso? Ich bin leicht heißer. Das sieht geil aus. Ich habe bei der Map bekommen auch ein Texture Pack und alles dazu. Das heißt, ich habe nicht ein eigenes Texture Pack oder so. Das ist absichtlich so. Schon wieder Incoming Transmission. My sensors are able to see through the ash over that grove. And it looks like they've dammed some springs to regulate the flow of water into their pump system. See if you can figure out a way up to the exit on the top side. You can start by checking the flow station nearby. No map. Ja, sie hat gesagt, ist da, gibt es Dämme, so ein Zeug und Input, Plug, Powerland, Pump. You are here, wir sind da unten, wollte ich gerade fragen. Also. Ja, da kommt jetzt Wasser rein. Was genau? Hint, ja.
Danke. There appear to be a set of valves that can be triggered in order to create skull. Was fella. If you hit them in the correct order, you may be able to work your way up and out. Also, ja. Da steht jetzt, wenn wir in den Rech. Wenn wir die richtig treffen oder so. Dann sieht das echt erstmal geil aus. So müssen wir irgendwie den Wasserspiegel erhöhen. Ja, also das ist wie so überall. Man muss den ganzen Wasserspiegel um 1 erhöhen. Oder 2. Ne, ich glaube 1. So, das ist da drüben. Schwimmi, schwimmi, kleiner Stern, ja, ich hab dich doch so gern. Immer schön Wasserfall hochschwimmen. Ich habe bis heute nicht kapiert, wie man das schafft. Ich habe das in echt auch schon probiert. Es klappt nicht so wirklich. Und so sieht eher wie, wenn man immer runtergedrückt wird. Nein, da geht es jetzt nicht weiter. Wir müssen. Da war es mit diesem Valve. Verarscht mich. Der verarscht mich. Da drüben kann ich, glaube ich, hoch. Ne, das soll ich, glaube ich, dann nicht tun. Ich will wo rauf. Ja, ich könnte jetzt ein Weilchen herum schwimmen. Kann ich da. So, das eine, da ist der Weg. Geh rauf. Studieren wir mal den Weg. Ich zeige jetzt mit dem Finger, wo der Weg fängt ganz da unten an. Ich muss extremst gehen. Ne, der fängt nicht da unten an. Der geht dann nur drüber. Er fängt dort hinten. Dann beim Strand. Nee, der Sprung geht dann mal nicht. Immer schön weiter schwimmen. Ja,
Wir dürfen jetzt dann langsam mal dort sein. Da oben muss ich hin. Ach, Alter. Wisst ihr was? Ich mache einen Jumpcut, bis ich herausgefunden habe, was man machen soll. Da sind wir dann wieder. Ja. Also, ich habe jetzt rausgefunden. Alter, was rede ich für einen Scheiß? Ich habe rausgefunden, wie man hochkommt. Zwar ganz einfach. Mit der Nummer 1. Hier hochschwimmen. Nee, ich will hoch. Lass mich hoch. Dann muss man die aktivieren, um weiterzukommen. Das habe ich jetzt nicht getan. Und laufen wir mal in die andere Richtung. Bin ich da nicht gerade hergekommen? Ja. Ich glaube schon. Ich muss dann wahrscheinlich da mal hoch. Ich weiß nicht mehr weiter. Scheiße. Wenn wir hier lang gehen. Sind wir wieder da. Das hat sich ja echt gebracht. Mal die Map rauszucken. Wir sind gerade an einer Stelle rauf, da sind wir da. Und irgendwie kann man da darüber. Ich drücke schon eh, dass ich aus der Map rauskomme. Also nochmal darüber mit uns. Ja, ich habe so ein Gefühl, das Let's Play, das wird ziemlich lang. Und damit meine ich, es wird unglaublich lang. Ich kapier's. Ist das nicht brillant? Seht euch das an. Man muss einfach schauen, wo die Blöcke sind. Deswegen waren da so solche Blöcke. Das ist ja mal geil. Bennt ihr nicht auch? Das musst dir ja erstmal einfallen, dass du unsichtbare Blöcke benutzt, um einen unsichtbaren Weg zu machen. In dem Film ist das zwar, aber trotzdem in Minecraft einfach. Sie hatten ja sowieso schon die Abdeckungen. Da müssen wir jetzt runtertauchen. Also das war jetzt cool. Das war jetzt echt cool. Ja. So, was macht der? Der macht einen Wasserfall da drüben, da kommen wir aber.
Ja, da können wir sogar hinkommen. Aber mich würde interessieren, welcher Planet das ist. Halt, der Planet, der ist Parak, soweit ich weiß. Welche Zivilisation? Hier sollte ein Weg sein, oder? Wir sind hier lang gelaufen, dann da. Also dann probieren wir mal das andere. Wir müssen mal bedenken, wie sau viel Technik hier dahinter stehen, wie sau viel Redstone. Ich meine, ich habe schon gesehen, was der Voxelbox so macht, aber da Voxelbox. Aber ich könnte das nicht in so kleinem Raum so viel Technik unterbringen. Alter, die Sonne blendet mir gerade total auf dem Bildschirm, weil die geht ganz genau so auf, dass ich sehe. Und es ist 9.13 Uhr. Ich spiele jetzt schon seit einer Stunde oder so. Jetzt können wir darüber laufen. Lalalala, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Forrest. Lauf. Der Forrest Gump nicht gesehen hat, ist ein Loser. Das spreche ich jetzt ganz ehrlich aus. Forrest Gump kennt man einfach. So, ja, ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Denn ich schätze mal, da bräuchten wir jetzt dann den anderen Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ihr die Waschmaschine trockner hört oder nicht. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Aber man kann ja nie wissen. Denn die ist bei mir gerade, der Trockner, die Waschmaschine wäre bei mir gerade ganz, ganz, ganz laut. Da nicht drüber springen, denn da war gleich gerade zu wenig. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Ja, dann alles auf Anfang. Alles auf Anfang, ja, alles auf Anfang. Fang, 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 fang. Ne, da geht nicht weiter, da unten ist der Weg. Die ganze Map ist gerade ein bisschen dunkel, finde ich. Es wäre besser. Bei mir liegt es nur daran, dass ich erstens meine Bildschirmhelligkeit runtergedreht habe. Die drehe ich jetzt ganz, ganz langsam. Halt, die drehe ich jetzt hoch. Ich habe sie auf 0. Ich spiele auf Call of Duty. Alter, ich sehe meinen zweiten Bildschirm überhaupt nicht. Meinen tollen Röhrenbildschirm. Ja, ich habe einen zweiten Röhrenbildschirm. Aber ich werde mir wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Seht ihr das? Die Standard Panel. Also, wisst ihr, das ist die Wolle. Wolle ist, heißt Standard Panel.
Nein, Sprung haben wir es auf Expertenniveau geschafft. Ja, ich denke daran, dass ich mir ein Breitbildschirm besorge. Es muss kein großer sein. Der, den ich jetzt habe. Die Videos sind nicht Breitbild, halt nicht 16 zu 9, weil ich einen 4 zu 3 Bildschirm habe. Und Fraps nimmt das einfach so auf. Der flucht mich, aber ich habe in letzter Zeit mein. Ne, toll. Ganzes Geld in meine PlayStation. Und die soll jetzt angeblich bald was kosten, das PSN. Und dann sage ich euch, steige ich wahrscheinlich auf Xbox um. Denn wenn das PlayStation Network, das ja so nicht oft gehackt wurde, die Daten so extrem sicher sind, dann auch noch was kostet, das war Sarkasmus gerade, dann ist das ja so mega geil, nicht? Wir zahlen für ungesicherte Daten und alles. So, jetzt haben wir alle Dinger platziert. Jetzt können wir dann weiter. Ich habe mal geschaut wegen anderen Let's Plays von dieser Map und ich glaube, ich bin am weitestesten. Ach, heute Nacht wird viel gerendert, denn ich spiele seit 1,5 Stunden oder sowas. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Tage Guthaben, wie man es so sagt. Denn ich spiele nicht weiter, während ich noch immer Folgen übrig habe. Das habe ich nämlich bei meinen ersten Minecraft-Let's Plays gemacht. Ja, ihr wisst alle, was das raus geworden ist. Ihr habt alle gesehen, gehört oder davon gesprochen. Dann sage ich hier mal Stopp, bis zum nächsten Mal.